Ahoi und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier immer noch in dem Grabenbruch, glaube ich, hieß es. Schwieriges Wort, ich kann mir sowas nicht merken. Und oh. Und dann geht's doch gleich los. Was ist das? Ach, Skelette. Bitte. Oh, das wollte ich gar nicht. Ciao. Ich glaube, das muss ich öfter mal machen. Rachiane versucht sie nämlich aus der Luft zu flacken. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Level 16 mit Brachiane. Sehr schön. Bad Bastler-Knochen. Ja, nehme ich erstmal mit. Also ja, bis jetzt sind die... Zack. Was soll ich sagen? Ach ja, sind die Dolche noch ein bisschen besser. Man hat sich auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Aber nicht nur das, sondern... Ich kann mit der Assassinen-Skillung, kann ich ja, wenn ich Schwerter oder so habe oder bessere finde, kann ich die ja trotzdem benutzen. Das ist ja das Schöne daran. Und im Laufe der Zeit... Na, warte, ich komme. Im Laufe der Zeit werde ich ja sicherlich noch einiges an Skills finden, die mit den Schwertern wahrscheinlich sehr, sehr cool sind. Aber bis jetzt... Oh, die Schleuder. Moment. Oh, kann ich nicht. Schade. So. Aber im Moment. Rockendolche am meisten. Was ist das denn, die schick ist? Ah. Das heißt, ich hätte da sowieso lang gemusst. Na, was wollt ihr denn? Ich habe irgendwie den Drang, da einfach runter zu jumpen, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Okay, jetzt weiß ich auch, was das Symbol auf der Minimap bedeutet. Das ist also sozusagen das Zeichen dafür, dass da kein Durchgang ist. So, jetzt aber Schluss hier mit lustig. Fall mal tot um. Das sag ja alle Ruhe. Oh, danke. Ja. Lass mich los. Okay, der Angriff, der bleibt auf jeden Fall auch drin. Feuer ist nämlich immer gut. Alter, wie viel hält er denn noch aus? Das reicht mir das mit dir. Ab jetzt! So. Machen wir es einfach. Fuck! Man muss ja auch mal ein bisschen mitdenken, ne? Und ich weiß, das liegt mir sonst nicht so, aber ja, ich habe meine Momente. So, ciao. Haben wir gut gemacht, sind ein super Team, Brachiane. Ich würde tatsächlich auch mal kurz speichern. Ein Moment. Boah. So. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man mal ganz schnell tot umfallen kann. Warum ist hier auf der Karte eine Lücke? Seht ihr das? Da ist eine Lücke. Hm. Ach du Heilige, was ist das?
Das lässt ihn gepflegt kalt. Das ist ein Zyklop, oder? Der einen ganzen Pfeilhagel im Gesicht hat. Was ist mit dem? Krieg ich den überhaupt besiegt? So. Au! Krasser Typ. Ich mach bei dem gar keinen Schaden, ne? Ja, doch ein bisschen. Könnte ein sehr anstrengender Kampf. Das könnte ein sehr anstrengender Kampf werden. Ja, gut. Suizidal gefährdete Gegner sind die besten, habe ich das Gefühl. Ja. Das Glück hat man, glaube ich, nicht so oft. Ich glaube, das speichere ich einfach nochmal. Schön. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist irgendwie so geil gerade gewesen. Leere Führer, nimm mit. Hau ab. Ich meine, theoretisch kann man das ja auch nutzen, ne? Also wenn die wirklich runterfallen, dann kann man sie einfach an den Rand stellen. Und mit ein bisschen Glück, ja, erledigen die sich selber. Steht da und... Nein. Irgendwas wabert da doch. Oder nicht? Ist vielleicht nur diese Wolke. Wir nehmen die Pflanze mal mit. Geh weg jetzt. Ich würde mal sagen, wenn ich noch so einen dicken Gegner finde, dann nehme ich den mit nach oben. Und schmeiß den da einfach nochmal runter. Obwohl, jetzt geht's natürlich gerade nicht. Tschüss, Zombie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn sie so Eis macht, dass man die Gegner damit verlangsamen kann. Alter! Ah! Mach mich! Schwierig, bisschen was zu erzählen, wenn man kämpft. Erstens weiß ich von den letzten Aufnahmen, dass es dann schon sehr laut ist, also der Sound von den Geschnetzelten. Und man muss sich tatsächlich ein bisschen konzentrieren, damit man nicht die ganze Ausdauer einfach so verbrät, sondern noch ein bisschen übrig behält. Ich glaube, bam, ich glaube, Brachiana hat genau ihre Waffe gefunden. So. Das ist genau Brachianes Stil. Großes Schwert, voll auf dem Kopf. Aber was ich jetzt noch gerne machen würde, ich würde jetzt gerne mal zurückgehen. Und zwar ganz nach oben. Genau das. Können wir das wegdrücken? Nö.
Das wird jetzt ein kleiner Umweg wieder, weil ich jetzt wieder nach oben muss. Aber ich denke, man wird schon wissen, was ich vorhabe. Ich würde nämlich gerne die ganzen Tore, die hier rechts zu waren, würde ich aufmachen, während ich hier drin bin und dann mal gucken, was da so Schickes hinter ist. Aber das geht natürlich nur, wenn ich den... Ich weiß nicht, was das ist, aber gut. Das geht natürlich nur, wenn ich den Schalter oben jetzt betätige. Aber dann komme ich hier nicht mehr durch. Okay, ich probiere es trotzdem einmal. Ja, hier geht es ja noch lang. Okay, vielleicht komme ich dann rum. Das wäre ganz cool. Na, nun lade ich mal ein bisschen schneller auf mit der Ausdauer da. So, das muss reichen. Hier ist er. Ah doch, mit Escape, alles klar. Das spart ein wenig Zeit, weil wir müssen ja nicht ständig sehen, wie Tore auf und zu gehen. Wäre jetzt nicht so spannend. So, dann gucken wir doch mal, was die Seitengänge so alles Schönes bieten können. Skelette, das ist ja schon mal was. Alter! Ciao. Ich kann doch einfach 4 drücken, ne? Aber irgendwie habe ich mich jetzt schon daran gewöhnt. Ausdauer, genau. Zack, zack, zack. So. War doch bestimmt der hier, oder was? Der sieht so anders aus. So, schau jetzt. Nein, der ist da hinten. Ich komme! Du Sack! Alles klar, Skelettmagier. Jawohl! Alter, Brachiane, wir sind so ein geniales Team. Das ist unfassbar. Ich liebe dich. Du meine Traumfrau. Was ist das? So. Scheiße, die sind wieder so eine fetten Viecher, die so viel aushalten. Hau ab. Ich müsste unbedingt gucken. Also ich habe jetzt schon Eis durch Carla. Und Feuer durch meinen einen Angriff. Vielleicht sollte ich noch gucken, dass ich noch irgendwas Blitzmäßiges finde. Das wäre ganz cool. Fuck. Den nehmen wir mit. Weil. So. Dann könnte ich eventuell schon mal 3 Elemente abdecken. Grüne Kapuze. Brauche hier erstmal keiner. Wir haben Outfits. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, woher. Aber ich denke mal, die werden irgendwie in der Hauptstadt dazugekommen sein. Oder durch Dark Risen. Also durch, wie hieß der das nochmal? Instagram, glaube ich. Ich bin einfach so schlecht, mir Namen zu merken. Das ist unfassbar. Ich muss sie so oft... hören, lesen, benutzen. Das ist schwer. Also schwierig. So, dann gehen wir mal zum nächsten Seitengang. Hallo? Ja, ist okay. Oh, Sollte man vielleicht nicht einfach so reinrennen. Aua.
Nein, wieso? Das wird einfach wieder nach der Ruhe. So, schön brennen. Das tut euch gut. Das hält warm. Er schon wieder. Alter, lass mich los jetzt. Will nicht kuscheln. Oh, der nächste. Ist aber auch mal gut hier. Ich glaube, Eis ist jetzt nicht unbedingt ganz schwächer, habe ich das Gefühl. Ach ja, du machst das gut. Nein, jetzt habe ich Carla weggeworfen. Passiert im Kampf. Realistisch. So, war's das? Uiuiuiui. Dämmerungsschuhe. Also ich denke schon, dass es sich ein bisschen lohnt. Aber Carla, du kannst dich echt mal ein bisschen mitheilen. Na nein. Ich denke mal, beim nächsten Riftstein werde ich mal gucken, dass ich wieder einen Feuermagier finde. Denn die Feuerbälle machen Hammer viel Schaden. Wie man ja gerade gesehen hat. Aber diese Eisverzauberung, die ist eher so, meh. Also, kommt mir zumindest so vor. Kann doch sein, dass ich mich irre. So. Brachiane ist super schnell gelevelt in der Laufbahn. Das finde ich eigentlich ganz cool. Oh oh, ciao. Alter, und wieder rein. Wir müssen da wieder rein, Marianne. Alter, ich komme hier. So. Ihr solltet vielleicht mal wieder herkommen. So. Alter Finne. Zum Glück kommen die nicht nach. Carla, du könntest ruhig mal irgendwie dich selber heilen. Aber gut. Ich werde da mal gleich reingehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Denn die ist schon wieder vorbei, die jetzige. Und hui, ich bin ein Geist. Und deswegen sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Ahoi und vita frui.